Aufgrund meiner Markierungen, Objective Victor wird uns gehören. Das wird unser Auftrag, das zu gewinnen. Nachdem wir dieses gewonnen haben, verlegen wir weiter zu Objective Lima, nordwestlich davon, und werden dieses ebenfalls sichern und gewinnen. Nach Abschluss dieser Sicherung werden wir zurück aufs Flugfeld verlegen und dort einen Debrief haben. Und dann schauen wir, was uns für die nächste Mission erwartet. 1, 4. Ah, es ist 1, 4. Was ist das? 1, 4, 3 ungefähr. Ist das weit weg oder? Ah ja, da ganz hinten. Ich sehe es. Das ist doch, das ist bei diesen länglichen. 604 Meter weg für dich zur Info. Das ist dieses längliche. Ah, du weißt, was ich meine. Diese längliche Ja, Scheune. Ich ist. sehe es. Ne, mein Wasserspeicher. Da ist er. Warte, ich markiere mal. Würde keinen großen Unterschied Ich habe machen. gesagt, Ist er draußen mit ja. dran oder Ah, weit? draußen mit dran, wenn es geht. Ja, jetzt. Wenn, ja. Denkst du, wir würden hier etwas sehen auf Distanz? Kontakt. Hier ist Oh Rauch. ja, Feinde, Feinde, Halt, halt. 310. 310 sind Infanterie. Ein Infanterist. Da sind noch zwei weitere Dogs hinter der Schiene. Aber sieht zwei weitere Feinde hinter der Schiene. Eine feindlich-Palisaden-Patrouille. Wusel, komm mal hier hoch. Komm In mal hier Richtung. hoch. Ich bin oben. Komm mal hier hoch. Ich bin oben. Feinde 310 auf Schiene. Wir markieren gleich. Ja, soll ich sie bekämpfen Ja, oder? schieß. Ja, Und aus. ich muss freuen. Zwei frei. Sag weiter nach. Ja, sind wir weggerannt. Ah, Flagge. Flagge, weiß. Ja, für dich Befehl. Weiße Weiter Flagge, vorrücken. 312. Bis auf Höhe. Bahngleis. Aber mit Abstand zu uns. Ungefähr zwischen dem Wald und unserer jetzigen Position. Ah, Komm. hinter dem Baum, okay. Ja. Hier Bravo. Feind mit weißer Flagge. 312. Feind ergibt sich. Ich hab dich. Lass bloß die Hände oben, mach nichts Dummes. So, nimm den mal fest und wir nehmen dich gleich mal mit. Ich guck mal in seinen Taschen Hier, rein. Charlie, beide Personen festgenommen. Er hat Funkgeräte. Ja, der hat die typische Bewaffnung von denen. Guck mal in deinen So, Taschen rein. Fahrzeug einmal Straße Richtung Nord aufstellen und Richtung Nord überwachen. Wo ist bitte deine weiße Fahne dann? Bla bla bla. Hier gehen wir zu Guck dich. mal nach. Hier ist ein Radio, hier sind Menschen mit Blubber aus. Vergessen nicht nach ihnen zu durchsuchen. Ich will durchsuchen ihn gerade, ob sie irgendwas an sich haben. Richtung Süden ungefähr. Da stehen noch mehr unsere Leute. Einfach auch der Straße entlang, der Ach, Straße. da wo die Okay, anderen check. hinstehen. Ja, okay. Hat er bei dir irgendwas groß gesagt? Er hat nur gesagt, dass die Zeit unter Stalin besser war. Mehr hat er nicht Ach so, gesagt. okay. Interessant. Einer von der alten Schule anscheinend. Interessant. Tja, und wer ist denn der Spion von euch beiden? Einer von euch muss es ja sein. Laut Die ihm. gleich aus, oder wie? Nee. Nein, einer von den beiden muss ja der Verräter sein. Charlie Für uns. und Bravo, einmal die Gefangenen an die Seite stellen. Kurz mal checken, ob da Minen liegen und dann weitermachen. Hey. Ja, wir sind einfach. Stimmt, wir sind in die Minen reingelaufen. Wir sind in die Minenmarkierung. Ja, Ach cool. du Cool, hier ist eine Minenmarkierung. Ja, perfekt. Warte mal, hier ist Wir ja wären doch einer. fast reingelaufen. Ist vielleicht oben auf der Brücke jetzt ein Termin? Warte mal, lass mich mal scouten und du bleibst mal hier, Hm, dass ich wenn guck mal, ob ich. ich irgendwas liegen sehe. Ob hier irgendwelche. Das sieht doch ganz groß nach einer Mine aus. Oh, das ist eine Aber. ID. Ja, Das das sieht ist für mich eine aus wie eine ID. ID. Wollte gerade sagen, was liegt denn da? Die haben vermutlich eine ID, da ein Sprengsatz in der Straße, am Straßenrand. Rechte Seite unter dem Strommast. Oh ja, Ja, guck, dann dahin sind die Drähte. POIs einpacken, wieder zurück. Oh, jetzt denkt Zwei vieles immer auch Zivilisten so. im Süden, die winken. Hallo, Amerikaner. Die reden mit uns. Hallo. Wir müssen
müssten mal mit ihnen sprechen. Wir brauchen ein bisschen Hilfe. Wie können wir ihnen helfen? Nein, Doc, ich erzähle, du sicher. Okay. Gut. Ich alter Mann, Rücken schlecht. Ich muss ein paar Kisten hier in die Scheune tragen. Können Sie helfen? Wir hätten so ein bisschen... Also mein Cousin, der ist ja auf Urlaub da, der hat dieses Smartphone da mit Kamera neu. Und der hat aber so... Armee ist vor einigen Stunden ein bisschen durchgefahren und der hat aber Fotos geschossen. Vielleicht könnte Sie das interessieren. Ja, da drüben war das. Und ich hätte noch sonst ganz viele Zigarettenstangen für Sie. Ob Sie kurz tragen helfen können. Ich glaube, das sind 4 oder 5 Kisten. Ich glaube, Bruce muss auch eine mitnehmen. Gleich mal reden. Dann gehen wir schon mal vor, ne? Ja, ja. Per Ace. Schau mal rein. Schau in die Kiste rein, da sind IDs drin. Ja, ich weiß. Die Idee machen wir jetzt einfach mal dingfest, die Dudes. Die Dinger werden erstmal beschlagnahmt, sie nutzen die nicht, dass da Partisanen oder sonstige Einheiten. Richtung was? Diese verwenden, diese Sprengmittel. Okay. Diesen Einheiten, was heißt, die sind jetzt Eigentum der US Army. Okay. Wo haben sie die Sachen her? Aus der Stadt, wo sie herkommen? Wie gesagt, das ist mein Düngemittel. Wo haben sie das Mittel her? Wo kommt der Beschuss her? Von Westen. Du nimmst die Kisten. Irgendwie Mach schießt 3-2 irgendwie in dir. Und dann hast du in dir schießen sie rein. Hast du das gesehen? Also in der Stadt sind Feinde anscheinend eins, ne? Mhm. Auch Zelt und so. Wie heißt dieser Typ, wo sie da... Geh rechts lang. Frei. Ich bin jetzt im Fenster. Ah, okay, ist nichts. Willkommen ist nur unser Fahrzeug. Lass uns. Obwohl, ich glaube, wir sollen da nicht reinschauen, wenn wir keinen Grund haben. Der LKW, weg von dem LKW, weg von dem LKW. Bleibt mal beide hier stehen oder einer von uns sollte da hingehen. Die anderen sollten Abstand halten. Nicht, dass da eine Bombe drin ist. Ich glaube, da ist nichts. Ich geh mal hin. Wir haben hier einen suspekten LKW, der hier allein an der Tankstelle steht. Oh, ich das hilft dann, sorry, sie sucht ihn und geht sicher, dass da nicht irgendwie was dran gebappt ist. Wir sind gerade am Prüfen. Ja? Wir haben hier eine Sandsackstellung. Check. Gucken wir gleich mal. Der LKW ist verlassen auf jeden Fall, da ist noch nichts drin. Hier Charlie Bravo, wir melden eine Sandsackstellung 310 Grad, unbekannter Besetzer nicht. Ist unbesetzt, ihr rückt da mal drauf vor, die Diska, die da verbaut ist, einmal auseinandernehmen, dass sie unschädlich ist. Check, verstanden. Bravo mitbekommen? Ja, hab ich, ich hab's gerade markiert. Warte mal, pass mal auf hier mit den Vorgängen. Ich weiß hier nicht. Ach, das ist nur eine Zaunlatte. Guck mal, ob hier nicht irgendwo die Partisanen Minen sind. Ja, warte, ich lauf einmal durch den Compound durch. Gut. Sag mal deiner Person, Wusel, der soll nachkommen. Ja. Der hängt ziemlich weit hin. Ja. Wusel, folg mal Doc, geh mal Doc hinterher. Ist hinter dir. Okay, also der Compound hier ist sicher. Ich guck mal beim gelben Haus. Andere Richtung, die Straße runter sind schon wieder eigene. Was hast du gesagt, Doc? Warte mal eben kurz, lass Wusel mitlaufen. Zwei ist besser als einer. Ja, warte, ich bin hier schon im gelben Compound und ich sehe hier gar nichts. Zum gelben Haus. Ich bin schon beim gelben Haus. Okay. Hier ist nichts. Dann gehen wir weiter vor. So am Boden hier liegen. Okay, das Fahrzeug nachziehen. Ihr fahrt hier einmal in den Checkpoint rein und stellt euch rechts neben den Dischka-Bunker, dass ihr über die Sandsäcke teilgedeckt rüberschießen könnt. Unser neuer Sicherungsbereich, voll das Fahrzeug, ist Nord 010 Grad.
an Höhe 325. Dort sollen sich wohl Feinde befinden. Der Rest sichert Richtung West. Ural, Duschka ist soweit demontiert, aber keine Ahnung, wo die gelandet. Ist irgendwie verschwunden. Wir sicher nach Westen, Wusel. Oh, ja, passt ja. Kommt der Feind nicht so schnell ran. Perfekt. Wir haben die Ostfront nachgebaut. Ja. Mit tausenden Gräben und Stellungen. Ja. Und 500.000 Soldaten. Für euch zur Info, die Pack, die wir da hinten aufgeklärt hat, kriegt gleich Arti auf den Deckel. Oh. Oh, das wird ja, schön, das wird schön aussehen. Doch, ist gleich explodieren da hinten. Aber nicht von unserem nichtwilligen Mörser. Nö, kein Thunder. Haut das diesmal, Thunder, ja. Das haut, diesmal haut die richtige Artillerie drauf. Fehlschuss auf das Fahrzeug produzieren? Ey. Dafür, und, da, da, und daneben. Das war ja auch nur der erste Schuss. Der ja, hat ja genug. Oh, guck mal, ganz hinten rechts im Wald. Das haben wir zu mir peinlich mit der Artillerie. Wir müssen da treffen. Der hat getroffen, der eine. Der hat schön gesessen, der Schuss. Aber vielleicht kann man einen noch mal draufhauen. Vielleicht kann man noch einmal draufhauen, einfach so um sicher zu gehen. Können wir noch mal ein bisschen warten, bis es ein bisschen dunkler ist und dann noch mal Artillerie anfeuern? So für die Atmosphäre? Ich glaube, dann ist schon über Null, bis mal dunkel wird. Treffen mit dem Ding, über einen Kilometer. Das war wieder daneben. Das ja, war auch das. Doch, es brennt, oder? Ja, jetzt, Alter, jetzt. Was haben die da angefordert? Wie viele Kugeln? Ja, die wollen sicher gehen diesmal. Die steht, glaube ich, noch immer. Ballert da so lange drauf, bis ich Stopp sage. Ich glaube, die steht noch immer. Alles klar, mache ich. Kommen hoch, glaube ich. 3-4 Kurs, stimmt so? Sind Oscar Mike, du weißt, wir sind ein bisschen schwerer als die Anlage, komm. Ja, passt so. Lass mal zusammenbleiben, die hier irgendwo liegen, dass wir. Also sollen wir da jetzt komplett aufgesessen hin verlegen, komm. Relativ leise Stufe. Feindliche Bunkerstellung bei 3-2. Jetzt aber leer, seit mir schon was gehört. Hörst du mich über Intercom oder normal? Fahrzeug erstmal kurz halt, wir ziehen euch gleich wieder nach. So? Ja, da gibt's Stress. Ja. Aber ein Alt, aber sind wir eins, ne? Langsam weiter voraus. Der hat Vorstellung, jetzt sollen wir da auch unterdrücken. Okay, wir gehen an die linke Flanke von 3-2. Linke Flanke von 3-2? Da ist da eine Bunkerstellung? Da soll jetzt eine Bunkerstellung kommen, ja. Ja, da sind auf jeden Fall Tarnnetze. Links. Fahrzeug jetzt vorrücken bis zu meiner Position, Infanterie weiter. 040 ist was. Da müsstest du die Tarnnetze sehen. 37 für 3-4 kommt. Gehen wir von Baum zu Baum? Ja, das sind schon eigene dran. Nur keine Feigheit vor dem Feind, ran! Ich glaub nicht, dass wir von hier unbedingt beschossen werden. Patrick, an mir dranbleiben. Ja, wir haben wohl die Action verpasst. Wenn er kaputt ist, nimmst du ein bisschen Zeitung und Gipsen und machst es selber fix. Naja, daher rennt man. Bei einer AT4 würde Zeitung und Gips auch nicht helfen mehr. Müssen wir hier gleich links räumen, ne?